Heute nehme ich euch mit auf eine spannende Immobilien-Deal-Analyse und natürlich auch Hausbesichtigung hier vor Ort in Philadelphia. Im Auftrag eines Investors prüfe ich ein rein Mittelhaus, was auf der Immobilienplattform Zillow.com wie ein echtes Schnäppchen ausschaut, frisch renoviert und zu einem unschlagbaren Preis. Doch was mich vor Ort erwartet, wird euch die Augen öffnen. Begleitet mich, wenn ich hinter die glänzende Fix- und Flip-Fassade blicke und aufdecke, was sich wirklich hinter diesem tollen, vermeintlich tollen Objekt verbirgt. Spoiler-Alarm! Wie so oft zeigt sich, Flipper sind schlechte Projektmanager. Es liegt in der Natur von diesen Fix- und Flip-Deals, dass diese Flipper ihre Objekte so schnell wie möglich drehen, also loswerden möchten. Und in diesem Fall haben es die Flipperinnen auch mit wirklich shady Tricks probiert. Was genau passierte, erfährst du in diesem Video. Let's get into it! Der Lucas Show. Mein Name ist Lukas, ich bin Immobilieninvestor hier vor Ort in Philadelphia an der Ostküste der USA. Ich kaufe, renoviere und vermiete Objekte für den eigenen Bestand, aber auch andererseits gemeinsam mit europäischen Investoren. Bei all meinen Projekten liegt der Fokus auf Qualität und auf langfristig angesetzte Investitionen. Gleich vorab, was mache ich nicht? Ich mache kein Fix und Flip. Flipper? Sorry, aus Erfahrung zahlreicher gescheiterter Immobilienprojekte mit euch, ich habe absolut keine gute Meinung über Flipper. Zweitens, ich hoffe nicht auf Wertsteigerungen oder Steuervorteile von Immobilien. Sowas mit einzuplanen in die Kalkulation, das ist Kaffeesatzleserei aus meiner Sicht. Für mich funktioniert ein Haus ab Tag 1 mit einem positiven Cashflow oder es funktioniert nicht. Ich subventioniere keine Häuser in der Hoffnung, später damit mal Geld zu verdienen, wenn ich es flippe und verkaufe oder irgendwie Steuern zu sparen. Macht für mich keinen Sinn, verstehe ich nicht, mache ich nicht. Im heutigen Video geht es um ein rein Mittelhaus hier in Philadelphia. Spoiler-Alarm, da waren wieder Fix- und Flip-Pfuscher am Werk gewesen, denen wie so oft das Projekt über den Kopf gewachsen ist und natürlich schlussendlich auch das Geld ausging, ganz klar. Starten wir mit dem Exposé zu diesem Haus auf der Immobilienplattform Zillow.com. Gehen wir in das Haus rein, das ist das Haus von außen, das ist der Eingangsbereich. Nochmal von einer anderen Perspektive sieht das schön aus, der Boden ist sauber, Wände, na gut, okay, gestrichen, große Fenster vorne. Sieht doch ganz vielversprechend aus, das ist ein Badezimmer, schätze ich mal. Ja, genau, guck mal, sogar ein volles Badezimmer, wir sehen links eine Dusche. Neues Klo, alles relativ neu hier. Schön gefliest. Die Küche, guck mal, Stainless Steel Appliances, also Kühlschrank, Herd, Elektroherd, Mikrowelle, neuere Küche. Das wird dann oben sein. Schlafzimmer 1, 2, hinten mit Erker. Ja, das wird es hinten sein. Badezimmer, schön, guck mal. Sieht doch gut aus, oder? Hier auch, schön, Schlafzimmer 3 mit der Durchgangstür, kleiner Schrank. Und das ist dann Schlafzimmer 4 hier, großer Schrank hinten raus, ein bisschen Gemüse. Okay, cool. Was wissen wir noch? Ah, das waren die Bilder. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Wir sehen, 114.732 wollen sie haben. Und sie haben schon einen Price Cut gemacht von 25.000. Das heißt, die kamen von 136.000. Okay, cool. 4 Bedroom, gute Beschreibung. Space, White Close, Soft Close Cabinets. Sehr schön, guck mal. Schedule your showing now. Okay, cool. Wir sind hier an der North Broad Street im Norden von Philadelphia, einer der großen Eingangs-Ausgangsstraßen von Philly. Wir sehen die Historie, die kamen von 139.000. Au, falsch gerechnet. Ja, was haben wir noch? 139.000, 114.000, die haben es gekauft 2021 und haben das für $35.000 gekauft. Okay, dann war es wohl vermietet, wenn überhaupt. Wir sehen es hier nicht, dann war es vielleicht off-market. Off-Market vermietet, was auch immer das heißen mag. Und jetzt steht es für 114.000 drin. Soweit, so vielversprechend. Sieht doch gut aus, das Haus, oder? $1.572 haben wir hier in Texas. Und das Assessed, also Bewertung von der Steuer, sind 112.300. Schulen, ja, okay, ist halt North Philly. Das ist nicht top of the pops, aber das ist okay. Soweit das Exposé. Ist doch alles sehr vielversprechend, oder? Wir sehen neue Farbe überall, alles gut gemacht, neue Bäder, Küche relativ neu, sah alles ziemlich gut aus. Gutes Haus, 4 Schlafzimmer, 2 volle Badezimmer. Das ist eine gute Miete. Das ist ein super Exposé. Schauen wir mal, ob die Realität mit diesem Exposé übereinstimmt. Los geht's, ab ins Haus. Und darum geht's heute. Da sind wir in Philly. Gehen wir mal rein. Final Walkthrough vorm Kauf. Da sind wir. Kellerabgang, machen wir gleich. Dann haben wir
wir hier das Badezimmer, zumindest eins davon. Full Bath mit Dusche. Dann geht's hier in die Küche. Ja, wie ist das Gleitsieber an? Okay. Gut. Wasser ist nicht an, sehen wir nicht. Gehen wir hinten raus. Ah, ein bisschen Gemüse ist schon da. Das macht wieder ein Hundi, wie sich's anhört. Hallo Hundi. Dann haben wir hier die Rückseite. Ja, beim Nachbarn ist ein bisschen Lüftungslöcher. Ja, Hundi, ich hab dich gehört. Alles gut. Okay, so schaut es da aus. Gehen wir mal nach unten. So, hier sind wir im Keller. Wir sehen gleich elektrischer Wasserheizer. Der ist nicht angeschlossen. Hier wäre der Gasanschluss dafür. Der ist nicht da. Zumindest sehen wir hier Packs, aber ob das überall angeschlossen ist, mag ich zu bezweifeln. Was sehen wir hier noch? Gasmeter, also Gasanschluss ist da, das heißt, das könnte man nutzen. Elektrik, Stromzähler ist zumindest da, das ist auch nicht häufig der Fall bei den Objekten hier. Das sieht noch übersichtlich aus, da ist auch noch die Hälfte angeschlossen und die Hälfte, von dem das angeschlossen ist, ist richtig. Wasseruhr scheint richtig eingebaut zu sein. Das hatten wir auch schon falsch rum. Fix und Flip Fails. Falsch rum eingebaute Wasseruhren, das ist kein Scherz, das habe ich bereits alles erlebt. Quizfrage: Was passiert mit der Wasserrechnung, wenn die Wasseruhr in einem Haus falsch herum eingebaut wurde und eben rückwärts läuft? Wie wirkt sich das auf den Cashflow der Flipper aus? Schreibt mir das mal in die Kommentare und bitte nur falsche Antworten. Ja, das ist jetzt mal richtig gut gecapped alles. Na gut. Was haben wir noch? Heizung. Ja, die ist zumindest nicht kaputt. Die ist einfach mal nicht da. Heizung ist nicht da und dann haben wir aber hier schon das Duktsystem. Oh halt. Oh oh. Alter. Heizungsbauer. Und manchmal gehören die echt geprügelt. Den ganzen Beam durchgeschnitten. Da ist auch wieder einer mit einem Schraubenbeutel gepudert hier. Den ganzen Beam durchgeschnitten, um seine abgefatzten Ducts da durchzufummeln. Oh Mann. Ja, Heizung fehlt. Aber sonst sieht es hier unten okay aus. Abgesehen von gar keine Heizung, Klimaanlage, Wasserheizer nicht angeschlossen, Strom fraglich, Gasanschluss fraglich. Ach ja, und ein, zwei strukturelle Probleme. Vollidiot. Aber schön oben alles gestrichen. So mag ich das. Na gut. So, Schlafzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer. Fangen wir hinten an. Ja, ist doch alles in Ordnung hier. Ist jetzt nicht die super Qualität, aber mehr als in Ordnung. Kleines Office hier. Romantischer Blick zum Nachbarn. Ja. Badezimmer, was haben wir da Feines? Ja, auch hier glaube ich kein Wasser, klar, weil Wasserheizer ist ja nicht angeschlossen. Bad, ja, ne? So sieht das aus, wenn ich das male, freihand. Gut, dann haben wir hier noch ein Schlafzimmer Nummer 3. Kleiner Wandschrank, Durchgangszimmer, eingebauter Wandschrank und großes Schlafzimmer. Cool, das ist doch spannend. Kommen wir zu den Zahlen. Anhand des Exposés eingangs war das doch ein tolles Objekt, oder? Vollständig renoviert, 4 Schlafzimmer, 2 volle Badezimmer in einer kommenden Gegend im Norden von Philadelphia. Ein absoluter Traum von diesen 2 Flipperinnen angeboten. Der veranschlagte und Wunschkaufpreis der Verkäuferinnen von $114.732 macht das Haus anhand der Beschreibung und allem drum und dran zu einem richtig guten Deal.
Was aber die beiden Flippermäuse in ihrem Exposé und ihrem Statement, also es gibt so ein Disclosure Statement, vergessen haben zu erwähnen, die Heizung, die gibt es gar nicht. Es gibt strukturelle Probleme im Querbalken, weil irgendein Stratege diesen Balken durchgesägt hat und ein nicht angeschlossenes Ventilationssystem einfach mal mitten durchgelegt hat. Der Wasserheizer, der ist nicht angeschlossen und somit können wir auch keine Wasser- und Abwasserrohre im ganzen Haus testen. Das heißt, die Wasserrohre im ganzen Haus sind auch ein weiteres Fragezeichen. Vom Strom- und Gasversorger ist beides abgestellt. Vom Wasserversorger auch. Alle Utilities abgestellt. Warum wohl? Jetzt kommt's. Wir haben dem Investor aber trotz aller Mängel und großen Fragezeichen in diesem Projekt zum Kauf dieses Objekts geraten. Warum? Ganz einfach, die beiden Flipperdamen bekommen dieses Haus in dieser Form nicht an irgendeinen Endkunden verkauft. Ohne Heizung bekommt niemand eine Finanzierung und das wird sich so auch keiner bar kaufen können und wollen. Das heißt, sie müssen an jemanden verkaufen, der diese Probleme erkennt und auch eigenständig lösen kann. Investoren. Wir haben dem Investor aber davon abgeraten, auch nur annähernd den geforderten Kaufpreis zu zahlen. Wir haben alle Punkte, die wir festgestellt haben, mit einem Preisschild versehen. Das heißt, was kostet es uns, dieses Haus auf den Stand, wie eben von diesen Flipperinnen angepriesen, neu zu bringen? Nach spannenden Verhandlungen haben wir dann im Auftrag für diesen Investor auch bei diesem Hauskauf zugeschlagen und haben das Objekt gekauft. Kaufpreis? 74.000. Ende gut, alles gut? Nee. Mit dem Kauf von dem Haus war die Odyssee aber noch nicht vorbei. Es kamen noch ein paar weitere Punkte hoch, als wir mit den Renovierungsarbeiten im Haus vor Ort auch begonnen haben. Die beiden Fix- und Flip-Profis vergaßen nämlich noch ein paar weitere Punkte zu erwähnen, die sich dann eben herausstellten. Der Elektroherd, der wurde mitverkauft, kaputt. Der Kühlschrank, der wurde mitverkauft, sah gut aus, oder? Kaputt. Nach ein paar Elektrikerarbeiten, die zur Absicherung dienten, konnten dann auch die Versorger, Gas und Strom wieder angestellt werden. Die Wasserwerke hingegen, nope, die haben es noch nicht angestellt. Hier wurde uns dann vom Versorger mitgeteilt, dass die Verkäuferinnen davon wussten, dass die komplette Abwasserleitung vom Haus bis zum Anschluss der Abwasserleitungen erneuert ist. Die war kaputt. Das haben sie vergessen uns zu sagen. Hier haben wir auch den Grund gefunden, warum diese Fix- und Flip-Pfuscherinnen verkaufen mussten. Die Aktion überstieg ihr Know-how und natürlich auch ihr Budget. Denn in diesem Fall reden wir davon, eine der großen Nord-Süd-Straßen von Philadelphia, der sechstgrößten Stadt der USA, zu sperren, den Verkehr umzuleiten, die Straße der Breite nach aufzubaggern, ein neues Rohr zu verlegen und das Ganze auch wieder zu verschließen. Haben sie leider vergessen beim Verkauf irgendwie auch nur annähernd zu erwähnen. Flipper, ich mag euch. Die Damen und ihr Makler werden jetzt für diese kleine vergessene Abwassergeschichte in Regress genommen. Und hoffentlich sollten sie auch gut versichert sein, denn so eine Vergesslichkeit, die kann teuer werden. Zum Stand heute. Das Haus ist inzwischen durch uns innerhalb weniger Wochen auf dem Stand, wie eben auch von den Verkäuferinnen angepriesen und ausgeschrieben. Es gab eine neue Heizung mit einem neuen Ventilationssystem. Die zerschnittenen Balken wurden alle gesistert, also aufgedoppelt und wieder gestützt. Es gab noch ein paar strukturelle Stützen, die reinkamen. Elektrik wurde repariert, Wasserleitungen und Wasserheizer sind angeschlossen und geprüft und mehr. Wir haben das Haus wieder innerhalb kürzester Zeit und natürlich auch im Budget hinbekommen. Und jetzt kann das Objekt auf den Mietmarkt und kann endlich anfangen, auch wirklich Cashflow zu produzieren. Was lernen wir daraus? Immobilien, die von Flippern angeboten werden, können per Definition nie so gut sein, wie sich ein langfristig denkender Investor und natürlich auch Eigennutzer vorstellt. Wenn du langfristige, gute Immobilien suchst, dann lass Fix- und Flip-Immobilien links liegen. Ich kann dir unzählige Beispiele für Fix und Pfusch liefern. Versteckte Mängel, Qualitätsprobleme, überhöhte Preise. Das ist die Regel, nicht die Ausnahme. Du musst dich bei diesen Fix- und Flip-Objekten darauf einstellen, den Pfusch vom Flipper nochmal zu beheben. Ich habe selbst zahlreiche Objekte gekauft und auch im Auftrag mit Investoren den Kauf begleitet. Ich kann dir dabei kein einziges Beispiel für einen tollen und problemlosen Kauf eines Fix- und Flip-Objektes liefern. Keins. Du siehst das anders? Dann lass es mich in den Kommentaren wissen. Warum kaufe ich dann dennoch Objekte von Flippern, Fix- und Flip-Objekte? Ganz einfach, die stehen eigentlich immer finanziell mit dem Rücken zur Wand und werden beim Preis schnell flexibel. Wenn du mal wirklich gute Renovierungen sehen möchtest mit langfristiger Perspektive, dann schau dir einfach mal auf meinem Kanal um. Da findest du zahlreiche Playlists, Hausvideos und ähnliches zu Renovierungen, wie wir das machen, was das kostet und wie sowas aussehen sollte. Wenn dir dieser Content gefällt, du mehr Deal-Analysen sehen möchtest, dann schreib mir einfach mal Deals in die Kommentare. Da sehe ich, dass das Interesse weckt und dann kann ich auch darauf eingehen und neue Videos, mehr Videos zu genau diesen Themen machen. Ach ja, den Like natürlich nicht vergessen und das Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.